Abaddon. Ruin. Ich eliminiere dich. Abaddon. Also er kann nichts. Zumindest nicht in dem Zustand. Wir sind einfach zu stark. Oh oh. Oh oh. Was war das denn? Ein Angriff von oben? Jetzt versucht er doch nochmal bedrohlich zu werden. Aber wie gesagt, es reicht ja scheinbar ein Schlag aus. So, jetzt kriegst du die volle Breitseite. Er hat uns noch nicht ein bisschen Leben abgezogen. Das ist irgendwie bedenklich, oder? Ich meine, er ist der Endboss. Was soll das? Autsch. Okay, das wurde damit wohl fällig. Lass mal ein bisschen zu, dass er uns was abzieht. Ansonsten ist es doch viel zu lame. Und was sagst du dazu? Wir laden uns mal wieder ein bisschen an dir auf. Hier, hier eine Batterie. Hier ein Akku. Und wieder mal ausweichen. Das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit, bis er platt ist. Cool übrigens, wie wir eine feurige Spur hinter uns herziehen. Und er liegt wieder. Vor allen Dingen, wie geil man sich einfach nur aufladen kann. Wir haben schon wieder alle Leisten voll. Was tust du nun? Ey! Autsch! Queen! Das war knapp. Ja! Verdammt! Nein! Da habe ich zu spät gedrückt. Ihr habt den Finishing-Knopf aber gesehen. Also wir hätten es beenden können, aber ich war zu blöd. Jetzt aber. Tja, Abaddon, was nun? Flieg ruhig hoch. Das wird nichts ändern. Hm. Seine Gestalt scheint sich zu verändern. Oh, ein Loch. Da haben wir ihn, Abaddon. In seiner humanoiden Form. Mit seiner langen Klinge. Ja. Nur eine Klinge kann mich verletzen. Ich weiß, welche Klinge dich verletzen. Ich habe sie geschmiedet oder schmieden lassen. Ja, aber dann scheint ziemlich groß zu sein, was ich gerade erkenne. Dieser Schwertclash ist immer ziemlich cool. Ist aber dann da. Oh mein Gott. Na. Jetzt wirft er schon mit Schwachsinn auf uns. Was soll das? Versuch es ruhig.
Ich habe einfach zu viel Energie. Es wird nichts nützen. Streng genommen wirst du das doch. Und nochmal ein Clash. Klick, 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 Krampf im Finger. Abaddon, Büße für all das, was du getan hast. Das ist genau das, was passieren muss. Du musst zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Wirf doch nicht mit Dreck auf. Und Gegenschlag. Was macht er denn nun? Sich teleportieren. Oh, 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 oh. Nicht. Und noch ein Clash. Und da haben wir es. Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Und er reißt ihm die Flügel raus. Heftig. Uriel. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter. Das letzte Siegel. Es ist nicht gebrochen. Krieg. Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Yep. Und du hast es getan. Und wir wurden vom Rat benutzt. Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Mistkerl. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache. Über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Das letzte Siegel gebrochen. Und das bedeutet... Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen heiligen Schein ziehen. Du hast keine Kontrolle mehr über Krieg. Genau das bedeutet es. Steh nur wieder auf. Ich werde dich nochmal töten. Ich habe nur Befehle befolgt. Wie du. Du bist einfach nur scheiße. Stirb. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen! Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält! Ich habe es nicht vergessen. Bums, das war's. Du wusstest... Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Nett gesagt. Die Schulden sind beglichen.
Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Dieser Moment ist so episch. Na, wer ist das? Drei Meteoriten, die sich genähert haben. Ja, das war Let's Play Darksiders. Nochmal zur Erklärung. Uriel hat Krieg getötet und danach das siebte Siegel zerstört. Womit Krieg gewissermaßen wiederbelebt wurde. Da er ja nicht sterben kann. Und so die Kontrolle des Rates über ihn endlich abgewendet werden konnte. Ja, Krieg hat sich nun so ziemlich jeden zum Feind gemacht. Auch wenn er diese Verschwörung teilweise aufdecken konnte und die Schulden beglichen hat. Und den Zerstörer besiegt hat. Er hat nun den Himmel, die Hölle und auch den Rat gegen sich. Der Rat, der von vornherein korrupt war. Und ihn auch nur als Henker missbraucht hat. Aber wie man am Ende gesehen hat, ja, die anderen drei apokalyptischen Reiter tauchen auf und werden seinem Bruder in diesem Kriege beistehen. Das alles wird leider nicht in Darksiders 2 erzählt, was ich ein bisschen schade finde. Denn Darksiders 2 spielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zur selben Zeit wie Darksiders 1. Vielleicht sogar ein bisschen davor, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls spielen wir dort den apokalyptischen Reiter tot. Den ältesten Reiter, der versucht, seinem Bruder zu helfen. Wie genau das aussieht geschichtlich, weiß ich gar nicht. Aber das werden wir ja nächstes Jahr herausfinden. Ja, das war das Let's Play von Darksiders. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war mal was anderes. Ja, was kommt demnächst? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was Darksiders ersetzen wird. Ich mache das ja immer sehr spontan. Vielleicht kommt mal ein Kurzprojekt von irgendwas. Aber das werde ich dann auch sehen. Ich bin Waldestar48. Das hier ist Darksiders. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann.